Hallo zusammen, 3 Wochen ist es her und ich habe seitdem auch gar nicht online Skat gespielt. Also wird es mal wieder Zeit, ich bin heiß und der Jackpot hat in dieser Woche die 50.000-Euro-Marke überschritten. Es sind jetzt auch nur noch 3 Monatsmissionen, 2 gute Monate noch zu spielen. Also, wer noch nicht dabei ist, ran an den Feind, denn wo gibt es so ein schönes Turnier? Mit so einem satten Jackpot, der sich dann auch noch vergleichsweise einfach erreichen lässt. Das muss man schon sagen. Die Teilnahme war in den letzten Wochen so, dass schon relativ durchschnittliche Ergebnisse teils gereicht haben, um sich hier für das Monatsfinale zu qualifizieren. Für mich ist ja immer hier noch die besondere Herausforderung, dass ich auf jeden Fall versuche, den Tisch zu gewinnen. Ja, und deswegen will ich mich jetzt hier auch mal konzentrieren, dass ich hier richtig durchsehe. Spieler sticht, geht über die Dörfer. Gut möglich, dass mein Partner noch einen Buben hat. Ja, da ist er auch schon. Das könnte jetzt natürlich bedeuten, dass es nicht mehr viel zu holen gibt. Da wirft der Spieler weg, hat nur 54 Augen. Das kurze Karo Ass hätte laufen müssen. Das war natürlich eine bittere Pille. Gerade der letzte volle, der wird plötzlich abgestochen, wo vorher die Pik 10 wie gewünscht kam und schon war das Spiel nicht mehr zu gewinnen. Buben standen auch zusammen, also da kamen verschiedene unglückliche Konstellationen zusammen. Kennt man ja sonst nur vom Skat. Und es kommt der nächste Grang, auch bei 20er Reizung. Ja, und mein Partner, der schlägt Karo auf. Komm, Vertrauen. Ah, das war zu viel Vertrauen. Pik 9 wäre dann natürlich schöner gewesen. Farbe blank schmeißen, den vollen noch aufbewahren. Ja, aber ich habe jetzt eben gehofft, dass wir in Karo die entsprechenden Stiche einsacken. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann langt es wahrscheinlich ohnehin nicht. Und jetzt kommt der Spieler hier in Herz noch in den Schnitt. Das ist natürlich dann mit Sicherheit tödlich für uns, beziehungsweise reicht dem Spieler jetzt lässig zu 78 Augen. Ja, zwei schöne Fünftrümpfer hier, Herz oder Karo, aber leider nur die beiden roten Buben und vor allen Dingen nicht ein einziges Ass, also zu wenig. Und immerhin, es wird nicht gerade Kreuz gespielt, das wäre ja aus unserer Sicht ernüchternd. Es wird Pik gespielt, da haben wir 4 Trümpfe, eine Farbe frei, da können wir doch auf jeden Fall Hoffnung haben. So, Herz 10 ist mir zu früh, Herz 9 ist auch so ein bisschen verdächtig. Ja, das ist natürlich interessant. Alleinspieler hat Ass und König, schnippelt nicht, jetzt wirft er ab. Gut, damit denke ich mal, ich gehe hier ruhig ran, denn beide Vollen werde ich wohl nicht heimbekommen, sonst wirft der Spieler womöglich nochmal ab. Und jetzt geht er über die Dörfer und jetzt muss ich einmal zurückschnappen. So, logischerweise, er hat noch 2 Trümpfe und 2 Kreuz. Frage ist, ich glaube, wenn Kreuz 10 bei meinem Partner ist, dann haben wir eine sehr gute Chance. Dann kann ich nämlich noch Herz 10 auf die Kreuz 10 legen, wenn das nicht der Fall ist. Aber es ist der Fall. Man sieht es daran, dass der Spieler hier Trumpf rausspielt, in der Hoffnung, noch irgendwie was zu machen. Das heißt, er kann Kreuz 10 nicht haben und damit habe ich natürlich Abzug und Rest. Und das nächste Spiel ist hinüber. Also noch nicht gespielt, aber den Tisch schon, naja, locker im Griff wäre übertrieben, aber im Zwischenstand knappe Führung. Ja, also Nachgang nochmal, hätte der Spieler natürlich mit Ass König schnippeln sollen, schnippeln müssen. Wie wollte er sonst dieses Spiel gewinnen? Und wie wollen wir das Spiel gewinnen, nachdem hier schon der Trumpf volle weg ist, jedenfalls nicht mit dem König zu dritt? Dann kann es ja höchstens sein, oh, hat mein Partner Pik, Bube und Trumpf Ass. Das habe ich ihm jetzt tatsächlich dann doch nicht mehr zugetraut, dass er da gleich den Vollen dann legt. Na komm.
Wir legen mit Herz 10 jetzt los. So, Karo Ass werde ich jetzt noch nicht schmieren. Ich habe das Gefühl, wir brauchen, wenn wir hier gewinnen wollen, vielleicht einen bestellten Karo König beim Alleinspieler. Aber der hat zusätzlich zu den 6 Trümpfen auch noch Herz Ass und Dame oder hat jetzt mein Partner unter durchgespielt? Also wahrscheinlich sind Karo König Dame gedrückt und der Alleinspieler hat noch 2 Herzen und 2 Trümpfe. Ich werde das einmal so rum auszählen, hier die Karte. Ja, zumindest soweit hatte ich recht. Karo Ass und Karo Dame König waren gedrückt. Der Spieler hat noch Pik Ass dabei. Alles klar, dann gewinnt er sowieso. Aha, das könnte es doch sein. Das ist zumindest die erste Karte, die jetzt wirklich mal gut reizbar ist. Kreuz ohne 2 mit 2 Seitenassen. 2 Damen im Stock. Naja, 2 Buben wären natürlich besser gewesen. Das war keine Verstärkung. Es war auch nicht der 6. Trumpf, etwa ein Herz oder so, sondern auch noch die beiden dusseligsten Damen, zumindest für dieses Spiel. Gut, drücken wir 7 Augen und machen den Kreuz. Der sieht jetzt natürlich schon heikel aus, muss man sagen. Also ein günstiger Verlauf wäre wünschenswert. Herz König spricht jetzt nicht unbedingt dafür, aber da kann man nur das alte Lied spielen, nichts anmerken lassen, Trumpf spielen, weiterspielen. Ja, gut, dass ich Pik Dame König im Keller habe. Da bin ich wohl aufgeflogen. Na, was nützt es? Herzabwurf. Oh, jetzt kommt Pik Ass hinterher. Was ist das denn hier für ein merkwürdiger Spielverlauf? Kann doch jetzt auch nicht wissen, dass ich die Bälle im, also Pik Dame König gedrückt habe. Ich hau das Ding darauf. Nee, unwahrscheinlich. Jetzt haut der einfach auf die. Auf die gedrückten Dame König das Ass auf den Tisch. Jetzt Farbwechsel. Na, das Spiel ist, glaube ich, verloren, wo ich. Eieieiei. Der saß ja nun ganz giftig, Pik zu viert. Er ahnt, dass Herz zu dritt blank aufgespielt, Karo 10 hinter mir, nicht den Hauch einer Chance. Ich meine, 54 ist jetzt mehr, als ich befürchtet habe, muss ich sagen. Ich hatte nicht so richtig mitgezählt, weil es sich ja gar nicht unbedingt groß gelohnt hat. Der Spielverlauf war sowieso mehr oder weniger vorgegeben. Gut. Also, der Tisch ist vergiftet, das heißt, gegen anarbeiten, aber es bringt nichts. Eigentlich hätte ich auch schon auf 33 passen sollen, eine vor deinem eigenen Reizwert, denn wenn der Gegner jetzt auch den Pik spielen will, dann möchtest du das Spiel vielleicht gar nicht unbedingt haben. Der spielt jetzt aber bei 35 Karo, der muss natürlich ohne 3 sein, logischerweise von der Reizung mindestens ohne 3, es sei denn, er muss Schneider spielen. Was wir erstmal nicht annehmen. So, voll habe ich genug. Da muss ich wohl mal einen investieren, um die Farbe zu klären, die Karte zu klären. Und was macht mein Partner? Wo ist der hin entschwunden? Bist du noch da, Spieler 2? Da ist er. Und das sieht doch eigentlich so aus, als ob noch ein weiterer Stich da ist. Die Dame ist ja meist so ein Bluff. Und wenn, dann steht sie selten allein. Also, ja, aber in dem Fall dann doch. Okay. Dann sei es einmal so. Tja, das ist natürlich jetzt schade, wollte ich sagen, dass mein Partner da nur gerade Herz greift. Nun komme ich aber hier mit der Dame in Schnitt und da denke ich doch jetzt, dass der Spieler ein bisschen zu kurz kommt. Allerdings hat mein Partner natürlich jetzt Pik abgeworfen. Er braucht eigentlich noch eine Übergabe. Könnte Trumpf abziehen und dann Pik spielen. Tut er aber nicht. Spielt weiter Herz. Und Klatsch. Das ist ja hier geradezu frustrierend. Wenig Gewinnspiele. 2 zu 4 steht der Tisch. Ich selber 0 zu 1.
Also außer Spieler 2 hat hier noch niemand ein Erfolgserlebnis gehabt, aber jetzt werde ich doch wohl auch mit einsteigen. So, was machen wir denn aus diesem Vorfall? Machen wir den Grang? Na, zwei Viererlängen ist trotz Pass, Pass. Gut, es ist das Rocket, es ist das Rocket, es sind nur noch wenig Spiele. Ich lasse mich hier nicht lumpen. 20 runter, Grang. In Peak habe ich ja zwei Pflichtbilder, wenn der läuft. Das heißt, da kommen wir schon ziemlich weit. Also auf 60 ganz konkret. Aber wir wollen ja zwischendrin auch noch irgendwo was stechen oder ein Bild in Herz bekommen. 35 oder eine 10, 59. Und da passiert es auch mir. Der letzte Volle wird gehackt, der Bube wird abgezogen. Und jetzt kann ich natürlich nur noch gewinnen, wenn ich den Karo-Damen-Stich noch mache. Das heißt, Spieler 3 müsste jetzt noch mal ins Spiel kommen. Und das sieht allerdings leider nicht so aus, als ob das gelingt. Und wenn der anfängt, Karo abzuwerfen, was er hier tut, jetzt ist immer noch eine Karo-Lusche drin, aber jetzt gleich nicht mehr, dann ist das Spiel verloren mit 59. Da geht es mir also auch nicht besser als vorher dem Spieler 3. Gerade der letzte Volle wird abgestochen und dann bist du wehrlos. Ja, aber wir stehen ja identisch. Minus 148, alle beide. Gut. Jetzt also genug gesehen. Dann auch noch so eine Rotzkarte hinterher. Schnell passen und freuen, dass es nur 12 Spiele sind und dass das Elend dann schnell vorbeigeht. Das ist schließlich auch was den besonderen Charme des Rockets ausmacht. Wenn es mal in die andere Richtung läuft, dann freust du dich auch, dass das nicht so eine komplette Liste läuft. So, da haben wir kaum was entgegenzusetzen. Zu stark das Spiel. Farbe frei, zwei Asse noch dabei. Gar keine Chance. Kommen wir nicht mal aus dem Schneider. Nee, bin raus. Trag vor. Spieler 2 kann uns jetzt hier schwindelig spielen, an die Wand spielen. Aber ich habe noch meine kleine Nebenwette mit Spieler 3. Die wird sich sicher auf den letzten Metern noch in irgendeine Richtung entscheiden. So, gegen den Grang. Naja, komm. Gucken mal, ob wir mit so ein paar Unterzügen hier zum Erfolg kommen. Ob das ein schwacher Grang ist, wo ihm vielleicht Buben spielen, fehlen. Ob wir ihn mit den Pik. Ah, er hat gar kein Kreuz gedrückt. Eieiei, das ist natürlich auch wieder ungewöhnlich. Hatte gehofft, dass ich am Spiel bleibe. Mein Partner, der vielleicht auch noch einen Buben hat, dann irgendwas abschmeißen kann. Hat aber nicht geklappt. Also definitiv hat mein Partner wohl einen Buben. Das sieht man hier daran, dass kein Bube gezogen wird, sondern der Spieler über die Dörfer geht. Aber es ist natürlich womöglich nicht der richtige Bube. Na, ich steche trotzdem. Wenn mein Partner Herzbuben hat, dann kommt er jetzt noch zum Überstich. Nee, wenn er tatsächlich eben nur Karobuben hat, dann hätte ich hier einmal noch abwerfen sollen. Tja, auch hier nur aus dem Schneider gerade so rausgedoktort. Ach, das läuft ja wirklich nicht. So, jetzt eine zu drücken zum Nullouvert. Und bei 24 am Spiel und zweimal wieder daneben getroffen. Es ist ja manchmal nicht zu fassen. So, Nullouvert jetzt mit der blanken 9. Oder so in etwa drücken für ein Kreuzspiel. Wäre ja auch eine Möglichkeit. 13 runter, wenn das Pik Ass läuft mit Dame König. 31, Karo Ass 42 und dann noch einmal stechen, einen Trumpf vollen angeln. Wäre eine Idee, aber nee, wir machen den Nullouvert. Der hat ja auch eine, naja, vielleicht eine 30-40% Chance. Herz muss erstmal 7, 8 in einer Hand stehen und dann darf es nicht entsprechende Abwürfe in den dunklen Farben geben. Gucken wir uns mal an. Ist natürlich, wenn es auf Verlust steht, nicht gerade besonders schwer zu spielen. Das muss man auch sagen, denn die Karten liegen eben offen
Und eine blanke 9 als Schwachstelle ist natürlich auch schnell identifiziert. Auf jeden Fall sehen wir hier schon mal wieder, Pik wäre nicht gegangen, König, Dame in einer Hand, also das Farbspiel wäre nicht gegangen. So, Abwürfe gibt es auch nicht. Ja, was ist denn das jetzt schon wieder mit der 8, erst noch in den Piken rumzuwühlen? Na gut, soll er mal machen, wenn es ihm Freude macht. Dann werde ich ja hier heute richtig schön abgekocht. 0 zu 3. Ja, habe ich denn so übertrieben abgereizt? Wer ist der Meinung? Der hebe jetzt seine Hand. Jetzt wird es ja wirklich schwer. Ich glaube, heute zahle ich richtig aus. Nicht nur Jackpot, extra Verlustspielgeld, sondern auch noch meine Seitenwette so. Jetzt habe ich hier auch noch einmal 18 gehalten. Ich möchte doch noch mal den Ehrentreffer erzielen, wenn es irgendwie geht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es wird heute nicht gehen. Das war wieder keine Verbesserung, nicht der sechste Trumpf. So, und dann denke ich mal, ich mache den 0 diesmal mit dem einzig möglichen Anschisszug direkt die 9 raus. Entweder die 7 blank oder einer muss muss den ersten unterbieten. Das ist hier aber nicht der Fall. Und damit fehlt natürlich noch die Herz 7, die sitzt bei Spieler 3. Und irgendwann im Spielverlauf wird der auf die Idee kommen. Ich werfe deswegen auch gar nicht Herz ab, das hat keinen Zweck. Einzige Chance ist, dass Spieler 3 eben nicht mehr ans Spiel kommt. Und damit bin ich jetzt aber aufgeflogen. Jetzt wird er wohl gleich auf den Trichter kommen. Na? Wenn er es jetzt schafft, natürlich nochmal Spieler 2 anzuspielen. Nee, aber jetzt kann er nicht mehr anders. Jetzt muss er Herz spielen. Jawohl, 0 zu 4. Das vierte Beatspiel kostet, glaube ich, 3 € oder so. Das ist die gerechte Strafe, die mich hier ereilt. Ich tue sie gerne rein. Ich gratuliere Spieler 2 mit über 500 und das Startgeld zahle ich den beiden auch noch aus. Schöne Vorführung. Ich hoffe, ihr mögt trotzdem weiter meine Videos schauen und meiner bescheidenen Expertise trotz alledem ein wenig Vertrauen schenken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wie immer besseres und gutes Blatt.